Ja, danke. Guten Abend. Gibt es einen linken Keynesianismus? Wir erkennen den Dietz Verlag als denjenigen, der die Werke von Marx und Engels, auch die Gesamtausgabe, verlegt und verkauft. Im Jahre 2007 gibt es dann im Verlagsprogramm das Konterfei von John Maynard Keynes zu sehen. Und zwar hatte im Jahr zuvor, 2006, eine Konferenz stattgefunden in Berlin. Der Titel ist Keynes als Alternative bzw. Keynes als Alternative. 2006 ist das 60. Todesjahr von John Maynard Keynes. Und da haben sich Ökonomen, Soziologen, Politologen und auch Marxisten versammelt. Und ich deute das mal als Indikator dafür, dass eine große Unsicherheit besteht, wie man sich denn Ökonomie vorzustellen hat. Nachdem die Sozialexperimente in Osteuropa krachend vor die Wand gefahren waren. Aber im Westen war man schon länger unterwegs, bei Keynes Antworten zu finden. Die üblichen Verdächtigen, also Rudolf Hickel und Karl Georg Zinn, waren da auch vertreten und so weiter. Ja, was ist Keynesianismus? Genus proximum, das ist Wirtschaftstheorie und wirtschaftspolitische Empfehlung. Bei der Differentia Specifica wird es dann schon schwieriger. Die Theoreme, die Keynes verwendet, sind durchaus nicht neu. Wenn man in der Vergangenheit sucht, findet man alles dasjenige, was die Ökonomen heute behaupten, schon bei anderen Autoren. So ist es auch bei Keynes. Immerhin, die Keynesische Revolution gilt als bedeutender und größer als die Jevons-Revolution aus den 90er Jahren des 18. Jahrhunderts, nee, des 19. Jahrhunderts. Der hat also mit dem Marginalismus, mit der subjektiven Wertlehre angefangen. Allerdings auch in seiner zweiten Auflage seines einschlägigen Buches dann zugegeben, dass Heinrich Hermann Gossen 1854, also in Deutschland, ihn voll vorweggenommen hat. Das Buch ist nur in England nicht angekommen. Aber die Deutschen beziehen sich auf die Gossenschen Gesetze. Die anderen sagen dann, Grenznutzenschule stammt von Jevons. Was ist die wirtschaftsgeschichtliche und die theoriegeschichtliche Situation, in der die Keynesischen Theoreme entstehen? Sein Hauptwerk, da will irgendwie noch einer rein oder so. Sein Hauptwerk heißt General Theory of Employment, Interest in Money aus dem Jahr 1936. Da ist die Great Depression, die erste zumindest, bereits 6 Jahre alt. Und ein Jahr zuvor, 1935, hat sein Kollege auch aus Cambridge, Cecil Pigou, eine Theory of Employment losgelassen. Und Keynes selber schreibt 1937, also ein Jahr später, nochmal einen Artikel unter dem gleichen Thema. Also das Thema Massenarbeitslosigkeit ist dann natürlich virulent. Die war in der damaligen Umgebung eigentlich nicht vorgesehen. Die Märkte finden relativ kurzfristig zum Ausgleich, auch der Arbeitsmarkt. Dadurch, dass bei Überangebot der Preis sinkt, in dem Fall der Preis der wahre Arbeitskraft, der Lohn. Also wenn die Arbeiter arbeiten wollen, dann müssen sie halt billiger sein und dann wird auch mehr hergestellt, weil die ja dann eingestellt werden. Das sind ja billiger und dann ist per se schon die gesellschaftliche Wohlfahrt durch die erhöhte Produktmasse auch vergrößert. So stellt man sich das in der Neoklassik vor. Also seine Umgebung ist die Neoklassik. Die hebt etwa an 1874 mit Léon Varat. Elements de économie pure, also reine Ökonomie, das ist der Gegensatz zur Monetärökonomie. Heute sagt man Realökonomie und setzt die der Finanzökonomie entgegen. Das ist genauso falsch, aber das ist eben der Sprachgebrauch bei den Ökonomen. Bei Varat ist der wichtigste Markt der Gütermarkt. Alle anderen Märkte werden formal dem gleichgesetzt, auch der Arbeitsmarkt. Und das Gesetz von Varat besagt, es gibt entweder auf allen Märkten Gleichgewicht oder wenn ein Ungleichgewicht besteht, muss es in einem anderen Markt auch ungleichgewichtig sein. Das ist einfach die mathematische Eigenschaft seines Modells und die Mathematik
bricht in die Ökonomie ein mit Leon Walras. 1871 ist Karl Menger dran mit seinen Prinzipien der Volkswirtschaftslehre. Also seit der Zeit datiert die Neoklassik, und die Klassik ist in etwa mit John Stuart Mill zu Ende. In den neoklassischen Vorstellungen gibt es drei Kategorien von Märkten. Gütermärkte, das ist da der wichtigste Markt. Faktormärkte als Arbeitsmarkt und Vermögensmarkt oder Geldmarkt. Und zu allen dreien Vorstellungen, wie man da zum Gleichgewicht kommt, hat jetzt Keynes andere Auffassung. Beim Gütermarkt sagt er, wir haben nicht einfach Angebot und Nachfrage und finden uns dann im Grenznutzen gleich Grenzkosten wieder, Preis, also Grenzerlös wieder, sondern er sagt, die Preise kommen, sind Kostenpreise, und wir haben dann einen Markup, um zum Marktpreis zu kommen oder zum Produktionspreis zu kommen. Was den Geldmarkt oder Vermögensmarkt anlangt, hat er auch andere Vorstellungen. Das ist, wäre es Kapitel 14 in seiner General Theory. Und zwar sagt er, Sparkapitalangebot und Sparkapitalnachfrage werden nicht durch den Zins ausgeglichen, sondern der Zins beeinflusst die Geldhaltung, und das gesamte Einkommen, Vermögen, also das gesamte Volkseinkommen bestimmt das Ausmaß der Investition. Von daher ist der Zusammenhang komplizierter und geht über andere Märkte. Wenn man, also man kennt ja von Keynes die sogenannte Liquiditätsfalle oder die Spekulationskasse. Spekulation heißt bei Keynes Geldhaltung. Deswegen ja Spekulationskasse, das Geld ist also nicht weg, sondern das halten die Wirtschaftsakteure fest, statt es auszugeben. In der neoklassischen und klassischen Theorie war vorgesehen, dass Geld ausgegeben wird. Es macht keinen Sinn, Geld festzuhalten, man kann es nur für Gütereinkauf wieder verwenden. Das wird dann auch unverzüglich geschehen, und da sagt Keynes, halt, das kann nicht sein, man kann das Geld auch festhalten. Das heißt, dem Geld wird eine Wertaufbewahrungsfunktion zugebilligt. Das heißt, damit widerspricht er dem Sayschen Theorem. Das besagt, die Leute gehen an den Markt und wollen was anbieten und in gleicher Höhe auch etwas bekommen. Insofern, wenn der Tausch zustande kommt, ist Angebot gleich Nachfrage. Es geht natürlich nicht darum, dass es ex post so ist, sondern es geht darum, dass die geplanten Größen übereinstimmen. Das behauptet das Sayschen Theorem. Und Keynes sagt an der Stelle, nein, halt, es kann sein, dass der Erlös nicht, dass es über diesen Preis nicht zustande kommt. Die geplanten Größen können von den realisierten Größen abweichen. Im Finanz-Keynesianismus später, also Hyman, Minsky und so weiter, ist der Begriff von Spekulation dann wieder anders, so wie wir das jetzt umgangssprachlich auch verstehen. Spekulation findet durchaus dadurch statt, dass man das Geld ausgibt und sich Erträge erwartet. Bei Keynes war die spekulative Kassenhaltung so begründet, dass er sagt, ich erwarte für die Geldanlage einen höheren Zins in der nahen Zukunft. Es macht also keinen Sinn, für den niedrigen Zins heute schon zu investieren. So, ich will jetzt die Wirtschaftstheoriegeschichte etwas beschleunigen, dass wir dann zu den relevanten Fragestellungen kommen. Keynes hat sich ja, ist ja 1946 verstorben. Die Keynes-Gegner können noch darauf hinweisen, dass seine Prognose von 1943 falsch war, dass nach dem Krieg die Arbeitslosigkeit wiederkehren würde. Das ist jetzt nicht ganz richtig. Also Keynes hat den Pazifismus im Imperialismus unterschätzt. Tatsächlich ist ja die Rüstungsproduktion auf relativ hohem Niveau weitergegangen. Namentlich auch das deutsche Wirtschaftswunder profitierte sehr vom Korea-Boom. Also das deutsche Wirtschaftswunder kommt nicht von den Sprüchen eines Ludwig Erhard oder hier Walter Eucken, sondern davon, dass die Weltnachfrage, in dem Fall nach Rüstungsgütern, sehr gut zur deutschen Industriestruktur passt. Man brauchte in den 50er und 60er Jahren eigentlich keine Wirtschaftspolitik und keinen Keynesianismus, weil der sogenannte Fordismus wunderbar die Privatwirtschaft auf einen selbstgesteuerten Wachstumspfad gehalten hat. Es gab also
allenfalls Wachstumseinbußen, aber keine Rezession. Das hat sich dann in den 70er Jahren geändert. Von der Wirtschaftsgeschichte her, 1971 wird das Bretton Woods-System von 1944 wieder beendet. Es gibt keine festen Wechselkurse mehr, die Goldbindung des Dollars ist aufgehoben. 1973 kommt der Ölpreisschock. Und nun steht man vor dem Phänomen als Ökonom, dass man die Gleichzeitigkeit von steigenden Preisen, Inflation, nicht einfach nur Preissteigerung, sondern Inflation, und zunehmende Arbeitslosigkeit erklären muss. Das haben die Modelle nicht hergegeben. Jeder kennt ja ISLM, das ist also bis heute in den volkswirtschaftlichen Lehrbüchern vertreten. Dann gibt es von 1954 ISLM, also Investment Savings, das ist jetzt also eine Kurve von Gleichgewichten, die sich aus den anderen Märkten ergeben. Und auch da soll es wieder einen Schnittpunkt geben zwischen also Investment und Savings, das muss zum Ausgleich gebracht werden, und Liquidity und Money, also Nachfrage und Geldangebot. Das auseinanderzureißen ist natürlich Barbarei, aber so wird es halt gemacht. Und da war jetzt nicht vorgesehen, dass bei steigenden Preisen nicht die Produktion ausgeweitet wird, sondern tatsächlich müsste man erklären, wieso habe ich bei steigenden Preisen trotzdem Stagnation, also Stichwort Stagflation. Die ist erst durch den sogenannten Volcker-Schock in den USA beendet worden. Das ist der Fed-Chef, also der amerikanischen Notenbank, der hat die Zinsen drastisch erhöht und damit eine Rezession ausgelöst, und da war die Inflation endlich gebrochen. Ja, die Neoklassiker haben sich auch weiterentwickelt. Bereits Mitte der 60er Jahre hat Milton Friedman, der Begründer des Monetarismus, seine Schriften veröffentlicht. Und es ging für die Neoklassiker darum, die alten klassischen Gleichgewichtsvorstellungen wiederherzustellen. Das haben die auch in zwei Schritten gemacht, also neuklassische Theorie und danach Real Business Cycle Theorie, RBC-Theorie, sodass man letztlich über mehr oder weniger kurzfristige Anpassungen durch monetäre Störungen doch wieder Gleichgewichte zustande bekommt. Da macht jetzt Robert Lucas, der spätere Nobelpreisträger, einen ganz merkwürdigen Vorschlag, wie man die Arbeitslosigkeit erklärt, und nimmt da eigentlich die gleiche Argumentationsfigur, diese Keynes auch für die spekulative Kassenhaltung gewählt hat. Nämlich er sagt, die Arbeiter müssen entscheiden zwischen mehr Freizeit oder mehr Arbeiten. Das ist ja zusammen 100%, also kann man da angeblich eine Wahl treffen. Will ich mehr arbeiten und mehr verdienen oder ist mir die Freizeit wichtiger? Auch da muss wieder so ein Trade-off zum Ausgleich gebracht werden. Und wenn die Arbeiter nicht arbeiten wollen, dann liegt das wohl daran, dass sie damit rechnen, dass sie nicht zum schlechten Stundensatz heute, sondern zu einem besseren Morgen beschäftigt werden können. Also wie der Spekulant bei Keynes zumindest das Geld zurückhält, um später eine höhere Verwertungsrate zu bekommen, so hält der Arbeiter seine Arbeitskraft zurück, weil er damit rechnet, dass er später mehr verdient. Das ist Lucas, Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften. Also dafür hat er den nicht bekommen jetzt, aber Alfred Nobel hatte nicht vorgesehen, dass die Wirtschaftswissenschaftler einen Nobelpreis bekommen. Das ist eine Spinnerei der schwedischen Reichsbank. Die muss da jährlich irgendwelche Beträge nach USA überweisen. Das macht so keinen Sinn. Ja, gut, also die Keynesianer haben sich auch weiterentwickelt. Zunächst mal gab es die neoklassische Synthese. Da kann man dann an Paul Anthony Samuelson denken. Da stützt man sich eher auf die Anfangskapitel der General Theory, wo Keynes sich noch auf die Gleichgewichtstheorien seiner Kollegen bezieht. Also muss er da sich natürlich in diesem theoretischen Rahmen bewegen, währenddem andere Keynesianer sich auf seine Long-Term Expectations, auf das Kapitel beziehen, wo es eher um Unsicherheiten geht, darum, dass Märkte instabil sind, dass Märkte versagen können. Das finden wir dann also wieder etwa bei John Stieglitz, also bei den Imperfektionisten, die darauf hinweisen, dass es Rigiditäten gibt und deswegen der Marktmechanismus nicht kurzfristig den Ausgleich herbeiführt, den die Neoklassiker verlangen, sodass da Spielraum für den wirtschaftspolitischen Eingriff bleibt.
Damit kommen wir zu einem weiteren Akteur, denn wenn man als Neoklassiker, Klassiker, Neuklassiker und Real Business Cycle Theorist postuliert, die Ökonomie befindet sich im Gleichgewicht. Und die Theorie geht dann so weiter, in den mathematischen Modellen werden dann stochastische Störgrößen eingeführt. Das heißt, man weiß nicht, warum Konjunkturen zustande kommen. Das sind dann die exogenen Schocks, weil ja die Privatwirtschaft kapitalistisch reguliert immer im Gleichgewicht ist und alles bestens regelt. Es kann also durch geldpolitische oder fiskalische Eingriffe bestenfalls Ungleichgewichte geben. Und wenn man die vermeidet, dann ist die Welt in Ordnung. Also der Ölpreisschock von 1973 ist so ein Beispiel für einen Supply-Schock. So, was heißt das? Jetzt will ich dann doch ein bisschen Richtung Wissenschaftstheorie. Wenn man erklären soll, was ist eine rechte Straßenseite? Ich mache es jetzt ganz einfach, würde man sagen, das ist diejenige, die der linken Straßenseite gegenüber ist. Wenn man jetzt weiß, was gegenüber heißt, muss man also wissen, was ist eine linke Straßenseite. Man ahnt die Antwort, dass es die, die der rechten Straßenseite gegenüber ist. Bei dem Beispiel würde man sagen, das ist aber blöd, ich weiß jetzt immer noch nicht, was eine rechte und linke Straßenseite ist. Aber wenn man das in der Ökonomie macht, und das machen alle, und da ist sich auch der Ökonom mit dem umgangssprachlichen Verständnis in Einklang, was ist das Geld wert, die Ware, die man dafür bekommt, was ist die Ware wert, das Geld, was man dafür bekommt. Das ist ein Reflexionsverhältnis, zweistellige Relation, die kann nicht wahrheitsfähig sein. Wahrheitsfähig können nur dreistellige Relationen sein. Aber das ficht die Ökonomen nicht an, die machen das halt so. Und das heißt, es geht darum, weder die Neoklassiker noch die Keynesianer haben eine Werttheorie. Keynes bezieht sich ja gerne auf Silvio Gesell. Er wird namentlich erwähnt in seiner General Theory. Das zusammen mit Marx übrigens, den er an der Stelle abwertet, und Keynes den Gesell wertet er auf, und der hat auch schon explizit die Werttheorie abgeschafft, die ist überflüssig. Und wenn einer der Nachfolger von Léon Valras, Gérard Debreu, sein Opus nennt Theory of Value, dann ist da vom Wert natürlich auch nichts die Rede, bloß er hatte das Problem, dass er aus dieser ursprünglichen Tauschwert, aus diesem statischen Tauschwertgleichgewicht, das heißt also, Léon Valras ist sowohl geldlos als auch zeitlos. Man hat ihm dann vorgeworfen, da ist ja gar kein Kapital dabei. Der hat das dann nachbessern wollen. Dann kriegen die Variablen einen Zeitindex, das ist dann die Dynamisierung. Und die Prozesse sind grundsätzlich in diesen Theorien nicht dabei. Und wenn, dann wird also der Schein der Prozesshaftigkeit von Ökonomie durch diese Dynamisierung, also das Versehen von Ökonomievariablen mit Zeitindex, dran gebastelt, und es bleibt auch unter dem Paradigma des Tausches. Also ich muss sowohl den Keynesianern als auch den Neoklassikern und ihren Erben vorwerfen, dass sie Theoretiker der Zirkulation bleiben. Und man kommt in der Ökonomie nicht besonders weit, wenn man nicht versteht, dass Ökonomie aus Prozessen sich zusammensetzt. So viel zur Wissenschaftstheorie, jetzt zu dem zusätzlichen Akteur. Keynesianer und ihre Nachfolger, also Post-Keynesianer und Monetär-Keynesianer eher nicht so, aber dann wieder die Finanz-Keynesianer und die Ungleichgewichtstheoretiker können ja nicht nur einfach beschreiben, also die Krise ist möglich und sie hält auch lange an. Das Gleichgewicht kommt nicht von alleine, sondern sie müssen ja dann wirtschaftspolitische Empfehlungen treffen. Und dann gibt es eben einen neuen Akteur oder zwei, je nachdem, wie nah die Notenbank bei der Regierung steht. Das heißt, die Notenbank soll Geldpolitik betreiben, Zinspolitik und quantitative Geldpolitik. Aber noch viel wichtiger und immer im Vorrang ist die Fiskalpolitik des Staates. Ich nehme jetzt gleich mal ein Keynes-Zitat. Dass man sieht, dass der Keynesianismus zwangsläufig Richtung Staatswirtschaft marschiert.
Und zwar aus der Schrift Das Ende des Laissez-faire, Ideen zur Verbindung von Privat- und Gemeinwirtschaft aus dem Jahr 1926. Also das sind noch die Roaring Twenties, da ist noch keine Great Depression und das ist also 10 Jahre vor der General Theory. Nicht das ist wichtig für den Staat, dass er die gleichen Dinge etwas besser oder etwas schlechter ausführt, sondern er die Dinge tut, die heute überhaupt nicht getan werden. Das Richtige daran ist, dass viele Aufgaben in der Gesellschaft privatwirtschaftlich nicht organisiert werden und der Versuch, ob man das jetzt neoliberal oder wie auch immer nimmt, dem Kapital weitere Aufgaben zuzuschustern, werden das Problem nicht lösen. Und wenn man sieht, welche Projekte in den Gesellschaften jetzt anstehen, also wirkliche Projekte, nicht so fiktive Projekte wie Bankenrettung, dann ist in der Tat auch klar, dass die privatwirtschaftlich nicht zustande kommen. Da kann man sagen, Private-Public Partnership, auch da fallen einem illustre Beispiele an. Mehr bundespolitische oder mehr städtische Probleme, also Elbphilharmonie in Hamburg oder Toll Collect in der BRD oder im Land Baden-Württemberg, Stuttgart 21. Der Versuch, das Kapital über solche gemeinsamen Projekte aus öffentlichen Mitteln noch zu stabilisieren, sieht irgendwie nicht so wirklich erfolgreich aus. Die Atomindustrie geht immer auf staatlichen Krücken, der ganze Kapitalismus geht immer auf staatlichen Krücken. Es ist nicht so, dass der Liberale sagt, Staat halte ich raus, wir wissen, was zu tun ist. Nein, Staat sorgt dafür, dass wir die Feuerfreizone haben. Das ist von Anfang bis Ende. Es gibt auch keinen Liberalismus, wo der Staat aus der Wirtschaft außen vor bleibt. Er muss da dafür sorgen, dass es dem Kapital gut geht. So, wenn die Keynesianer sagen, der Preis kommt aus dem Kostpreis plus Markup, also ein Aufschlag, Aufschlagskalkulation, das deutet darauf hin, dass es keine Profittheorie gibt. Und das kommt davon, dass man keine Werttheorie hat. Das heißt, die Frage nach der Wertsubstanz wird nicht gestellt, also wird sie auch nicht beantwortet. Und die Erklärungen, was es mit den Schwierigkeiten der kapitalistischen Produktionsweise auf sich hat, kann ohne Werttheorie nicht zustande kommen, namentlich nicht, wenn man ignoriert, dass es zwischen Wertform, Wertgröße und Wertsubstanz Probleme geben kann. Insofern müsste man dann doch ein älteres Werk zur Hand nehmen, Kapitalband 1. Ist aber auch gut, wenn man die anderen beiden Bände auch noch liest. Ja. Wer sich übrigens für Wirtschaftsdemokratie begeistert, hat im Lord einen Fürsprecher. Er favorisiert halbautonome Körperschaften im Rahmen des Staates, Körperschaften, die in ihren Wirtschaftskreis nach dem Kriterium des Allgemeinwohls handeln und aus deren Erwägungen Motive privaten Vorteils völlig ausscheiden, die unter normalen Umständen innerhalb gewisser Grenzen großenteils autonom sind, aber letzten Endes der Souveränität, der Demokratie, die sich im Parlament verkörpert, unterstehen. Also das ist Linkskeynesianismus pur. Man findet immer wieder im BSI entsprechende Vorstellungen, dass sich der Kapitalismus dann doch reparieren ließe, wenn der Staat und BSI, das ist das Wirtschaftsinstitut der Gewerkschaften. Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut. Hier ist jetzt folgende Frage zu stellen. Wenn ich in die Staatswirtschaft reinmarschiere, weil die Privatwirtschaft kapitalistisch nicht funktioniert, ist ja die Frage, nach welcher Logik und nach welcher Rationalität funktioniert die Staatswirtschaft. Wenn einem dann nur dazu einfällt, also wir wollen nicht DDR-mäßig vor die Wand fahren, ja, also Sparbücher voll, Regale leer, so endet die DDR, es reimt sich sogar, dann wäre die Frage, welche Logik und welche Rationalität ist in der Ökonomie oder braucht man das gar nicht mehr? Kann man diese beiden funktionellen Erfordernisse von Ökonomie durch Demokratie ersetzen? Das ist ja nun die Vorstellung, weil diese Aufgabenstellungen nicht reflektiert werden. Da kommt man zu dieser Vorstellung.
Also ein Beispiel: In Jena wird jetzt oder ist eine Volksabstimmung veranstaltet worden über die Bebauung des Eichplatzes. Das ist eigentlich ein Platz mitten in der Stadt und der wird nur provisorisch und chaotisch genutzt als Parkplatz. Wenn man da eine leere Fläche hat, stellt man halt Autos hin. Der sollte irgendwie mal genutzt werden. Dazu gibt es dann einen Plan und zu diesem Plan gibt es dann eine Abstimmung, in dem Fall die Bevölkerung von Jena. Und ich bin der Meinung, es ist abgelehnt worden. Das ist auch eigentlich ganz klar, dass es abgelehnt wird. Ein solcher Bebauungsplan für eine städtische Fläche hat ja mehrere Aspekte. Wenn der jetzt meinetwegen 10 Aspekte hat, man muss also sich entscheiden, wie viel gewerblich, wie viel Wohn, wie viel Straße und so weiter, wie viel Parkplatz ist dabei. Wenn ich jetzt zu 10 verschiedenen Punkten Ja sagen soll, muss ich mit allen übereinstimmen. Wenn mir einer nicht gefällt, kann ich eigentlich schlecht sagen, ja, ich stimme dem zu. Also sage ich nein, wenn mir einer von 10 Punkten nicht gefällt. Dass mir alle 10 gefallen, ist sehr unwahrscheinlich. Das ist vielleicht bei denen, die, wenn die Planer ortsansässig sind, können die ja mit abstimmen. Das heißt, wenn ich ein komplexes System auf eine Ja-Nein-Frage reduzieren will, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Nein gesagt wird, sehr hoch. Wenn ich jetzt Stuttgart 21 mache, da ist auch eine Volksabstimmung gelaufen, in dem Fall Baden-Württemberg. Da gibt es Leute, die wohnen direkt in Stuttgart an der Stelle, wo das gebaut werden soll. Und es gibt Leute, die wohnen halt im Schwarzwald, haben damit gar nichts zu tun, da fährt auch die Trasse nicht lang. Trotzdem, wenn man Demokratie so versteht als Abstimmung, dann würde das ja heißen, da ist jetzt eine Frage gestellt worden, darf die Landesregierung die Notbremse ziehen, die budgetmäßige, oder soll sie das nicht machen? Die Frage ist natürlich nur sinnvoll, wenn die Mehrheit mit Ja antwortet. Das hat sie nicht getan. Wenn sie mit Nein antwortet, ist die Frage unsinnig. Man müsste nämlich die nächste Frage stellen, wo ist denn dann die nächste Budgetgrenze? Ich kann ja nicht sagen, die Landesregierung soll keine Budgetgrenze einhalten, sondern ja, offenes Konto für die Projektentwickler. Das kann nicht sein. Also so kann ich die Fragen nicht abhandeln. Und es ist in wirtschaftlichen Fragen immer so, dass man ganz disparate Interessen hat, dass man auch, dass die Entscheidungen komplex sind. Und dass man wirtschaftliche Entscheidungen ständig fällt, ob es jetzt in der Herstellung ist oder im Vertrieb oder sonst irgendwo. Ich spreche nur von realen Problemen. Ich spreche nicht von fiktiven Problemen, die sich aufgrund einer falschen Verfasstheit des Wirtschaftssystems ergeben. Da wird man also nicht glücklich sein und die Rationalitätsfrage wird über diese sogenannte Demokratie, wenn sie missverstanden ist als Abstimmung, wird das nicht geklärt werden. Insofern empfehle ich, dass man das Thema Ökonomie nicht den Ökonomen überlässt. Was ist das für ein Sprachkurs da? Nicht den Ökonomen überlässt, die werden nicht verkünden, dass eine funktionierende Wirtschaftsordnung gar nicht da ist. Ich gebe zu, dass man bis in die 70er Jahre meinen konnte, Kapitalismus sei auch eine Wirtschaftsordnung. Die Wirtschaft sieht dann einigermaßen gesund aus. In der Peripherie war das noch nie der Fall. Und ich gebe auch zu, dass es in Deutschland leicht ist, die Augen zu verschließen vor den tatsächlichen Problemen. Aber de facto müsste man mal reflektieren, es gibt keine funktionierende Wirtschaftsordnung und an der Stelle sind die zahlreichen Hobbyökonomen etwas weiter, die immerhin wissen, dass es so nicht weitergeht. Allerdings sind ihre Vorschläge nicht unbedingt so durchschlagend, dass man sagen könnte, man hätte jetzt da ein Konzept, das auch was taugt. Mit dieser Negativprognose möchte ich dann jetzt mal eine Pause machen.